Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badger Kate. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Ja, jetzt soll ich Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Und ja, ich war am Anfang hier, also das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, aber ich war einfach erschrocken. Ich wollte das Training starten, dann stand da erstmal hier, ja, du kannst das Training nicht machen, wenn du kein Internetzugang hast, bla. Danach ging es dann direkt wieder, aber ich weiß nicht, was immer so für Macken sind. Keine Ahnung. So, aber den Kran haben wir ja schon auf normalem Weg gespielt, ein bisschen mit links und rechts Bewegungen. Und ich denke mal, dass wir schon so die 7 Magen bekommen werden für eine Kreisrunde heute. Ich werde auf jeden Fall hier wieder schön hier oben reinwerfen. So wie ich es auch beim richtigen Kranspiel gemacht habe. Und dann bleibt schon natürlich hier wieder eine Marke hängen. Mhm. Macht Sinn. Ach Leute, was soll man denn dazu sagen? Ist einfach so. Ja, jetzt ist er locker. Ja, nachdem ich da eine Bombe hingeworfen habe. Na gut, okay, nicht zu wild. Ich denke mal, dass wir die Marken trotzdem alle bekommen werden. Ich bin heute nicht so unbedingt in Erklärlaune, weil den Kran haben wir ja schon mal gesehen. Na komm, fall runter. Hui, das sah gut aus. Okay, dann muss ich jetzt gucken, dass ich hier die Bombe platzieren kann. Das hat zumindest die zur Marke nach rechts fliegen. Die mag es am besten. Ich könnte hier leicht drüber werfen, dass sie hier runterkullert. Ich könnte hier dagegen werfen, dass sie hier hinfällt. Oder ich könnte versuchen, mit Schwung hier reinzuwerfen. Ich glaube, ich werde hier dagegen werfen. Ja, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ja. Uiuiui. Okay, okay. Okay. Gut, wir haben eh nur noch eine Runde. Ich glaube, die Marke da ganz links hier mehr vergessen. Deswegen werde ich gucken, dass ich die hier bekomme. Ja, dann gucken wir mal, dass ich irgendwie die Bombe da platziert bekomme. Okay, alles klar. Gut, dass die halt wieder nach rechts gedopst sind, statt nach links. Okay, damit kann ich zufrieden sein. Ist zwar nicht komplettiert worden. Der erste Wurf war nicht ganz so gut, weil ja die rechte Marke da fest war und ich dann halt unnötig dann die Bombe sonst wo hinwerfen musste. Aber ja, wir haben auf jeden Fall unsere Gratisrunde, auch wenn die heute uns nicht viel helfen wird. Aber ich muss auf jeden Fall mal gucken, weil es sind noch wieder ein paar von den Super Mario Bros. Kränen da, die ich gerne spielen würde. Und so viel ich weiß, war bei dem einen das so, dass man den Paracooper runterwackeln konnte. Ich muss dann nochmal genauer gucken. Also das eine mit dem Sprungfeld, das werdet ihr gleich nochmal sehen. Aber erstmal gehen wir die ganzen alten neuen Kräne durch. Es war auch die Idee von mir, dass wenn ich eine zweite Runde habe, dass ich dann vielleicht, ja hier mal die alten Sachen, hätten wir ja noch so ein bisschen. Auch hier so ein typischer Kram, wo oben die Marken zuerst runtergreifen muss und dann halt einzeln die anderen. Standardmäßig 4 Runden, ansonsten immer einzeln 2 Runden, je nachdem, keine Ahnung. Wobei hier Xerneas wäre wohl ein bisschen schwieriger zu greifen wird, wenn die anderen beiden da sind. Den hier hätte ich gerne gespielt, mit 2 Runden, weil hätte ich es so machen können, weil ich ja mit links rechts hier jetzt gleich den Wump nochmal mit runterwerfen kann. Dass ich dann halt den zweiten Wump mir gegriffen hätte und dann den Shy Guy. Die anderen beiden Items sind ja in anderen Kränen drin. Und ja, dass man halt zumindest dann sagen kann, dass man den Kran hier nicht mehr spielen muss, auch wenn ich ihn so oder so nie gespielt habe. Nicht wirklich. Ich habe immer nur den, wobei ich glaube den Koopa habe ich schon irgendwo, habe ich aus dem Kran geholt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Müsste ich nochmal gucken, wo der sonst vorkommt. Und falls er nicht woanders vorkommt, dann habe ich ihn wirklich hier rausgeholt. Na komm, bumm, fall runter. Ist auf jeden Fall immer wieder schön, wenn man halt ein bisschen, ja, wenn man eine Blockade bauen will, dann hat man genug Marken hier für diesen Kran. Na komm, alles klar. Falls es dann quasi so gemacht hätte, dass er halt hier den gegriffen hätte. Und wenn dann Shy Guy hier weiter rechts gewesen wäre, dass man ihn halt so hätte greifen können. Das wäre so die Idee gewesen, aber ja, mit nur einer Runde ist es nicht ganz so toll. Den hätte ich auch gerne gespielt und hier sieht man übrigens auch, die Schräge hier ist so gemacht, dass halt Mario eben nicht runtergewackelt werden kann, nicht so wie im anderen Kran. Also schon ein bisschen gemein, man muss hier wirklich schon alles freiräumen, damit man halt hier die Bombe platziert, dass die halt genau auf den Mario zufliegen, dass er dann runterfällt dabei. Ja. Und hier ist der Kran, wo ich halt gucken muss, ob der Paracooper locker ist, dass man ihn quasi von der, von der Sprungplattform runter wackelt und dass man halt die Sprungplattform dann greifen kann. Das wäre so die Idee von mir gewesen. Den hier kann ich knicken. Wir wissen es ja leider. Und ansonsten gibt es halt hier noch so ein bisschen Pokémon-Kran mit Pixel und ja, Yokai Watch. Aber ist halt auch wieder aufgebaut, typisch hier mit einer Runde. Wird nix.
Deswegen gucke ich mal, ob ich den runterwackeln kann. Falls nicht, dann würde ich gerne mal versuchen wollen, dass ich vielleicht doch das eine fehlende, die eine fehlende Marke vom Splatoon kann. Das mit den Items. Ich zeige es euch mal ganz, ganz kurz. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und zwar, dass ich hier trotzdem mal versuche, hier das Ding zu kriegen. Ich würde zwar eher davon ausgehen, dass es nach unten rutscht und ich dann halt nichts bekomme. Auch weil ich halt hier an der Marke garantiert hängen bleiben werde. Aber, ja. Bevor ich halt... Oder ich gucke halt trotzdem, dass ich halt irgendwie die, ja, die Sprungplattform bekomme, indem ich halt irgendwie, keine Ahnung, so ganz leicht drüber gehe, dass halt beim Öffnen vom Kran hier der den Paracooper nach links wirft und dass dann vielleicht die, ja, die Sprungplattform da stehen bleibt und man dann halt dann greifen kann. Es sei denn, der rutscht halt wieder nach rechts, weil er halt am Paracooper abprallt. Ich gucke auf jeden Fall mal. Also bis gleich. So, nach ca. 20 Minuten sieht das Ganze hier so aus. Ja, man sieht halt hier, der Fragezeichenblock hat sich ein bisschen gedreht. Und meine Idee wäre halt jetzt wirklich, dass ich hier ja so weit nach links gehe, dass ich halt den Fragezeichenblock berühre. Dass halt hier die Paracooper runterfällt. Und dass ich dann halt die Möglichkeit habe, die Sprungplattform zu greifen. Das wäre so die Idee. Und ja, ich denke mal, das sollte man genau so ausprobieren. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt, habe ich 20 Minuten verschenkt. Egal. So, na, komm. Ah, das ist nicht ganz so gut. Das ist nicht gut. Ah, verdammt. Warum musste auch der Paracooper vorher hängen bleiben? Ach, Mann, schade, wirklich, aber es war eine gute Idee, hätte nur ein bisschen besser klappen können. Ärgert mich jetzt ein bisschen, aber gut, was will ich machen? Dann gab es halt diesmal nichts und es lädt schon wieder ewig. Achso, das habe ich schon überlegt, warum, aber ja, das waren ja wegen den drei Teilen hier, stimmt ja. So, also wie gesagt, wäre der Paracooper da nicht vorher hängen geblieben, dann... Wäre der Greifer tief genug gekommen, hätte nicht den Paracooper gegriffen. Dann hätte er dann, denke ich doch schon, die Sprungplattform bekommen. Aber gut, kann man nichts machen. Ist leider so. Und ja, dann hoffe ich, hat der Paar wieder gefallen. Ich bedanke mich ja wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Patch Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir wie immer schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao!